Willkommen zurück, meine Abenteurer, und willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Dragon's Dogma und waren beim letzten Mal natürlich nicht ganz so erfolgreich. Deswegen habe ich mal kurz geswitcht den Auftrag, und zwar werden wir jetzt erstmal hinfort mit dem Haupt machen. Wir werden dem König bzw. dem Kaiser da den Hydra-Kopf bringen. Und dafür müssen wir aber erstmal Frau Mercedes treffen, die uns ja bei der Wegeburg treffen möchte. Und das machen wir jetzt. Schauen wir da mal. Ist ja auf jeden Fall viel los. Laufen einige Leute hier rum. Gut, nur nach Norden. Das machen wir jetzt gerade. Da ist ja rot eingekreist, wo wir hin sollen. Oh, ein paar Wölfe. Müssen wir schon aufpassen. Halt das mal ein bisschen. Ich sammle mir zwischendurch alles ein hier. Dann haben wir das auf jeden Fall. So, er gibt uns ein bisschen Feuer, das ist natürlich gut. Sehr gut, sehr gut. Danke, danke dafür. Also gehen wir weiter hier. Dann mal die ganzen Pflanzen mal mit, wer weiß, ob man die nicht mal irgendwann gebrauchen kann. Hey, den haben wir aber gut getroffen. Also meine Leute sind echt gut nebenbei, bemerkt. Ich bin natürlich auch nicht schlecht, dadurch, dass ich diese ganzen Buffs von dem bekomme. Ein bisschen aufpassen. Ein bisschen heilen hier. Dankeschön. Sind auch viele Wölfe hier unterwegs, oder? Richtig viele. Gut. Und man hört ja auch immer noch weiter. Die, klar, jagen den Rudeln. Wie für uns scheiße. Wir können natürlich auch uns vom Weg mal abbegeben und einfach mal gucken, was wir hier noch so finden. Denn das Spiel birgt ja so manches Geheimnis. Ich sollte mal ein bisschen hier oben längs ein bisschen. Ich finde es cool, dass man klettern kann. Das ist in den seltensten Spielen so, dass sie sich irgendwo hochziehen können. Gerade bei Rollenspielen vermisse ich das sehr. Ist natürlich hier ganz cool. Oh, da liegt ein Apfel. Den nehmen wir mit. Was? Oh, da kommen ein paar. Oh. Oh. Eieieiei. Warte mal. Da müssen wir ganz kurz mal uns vielleicht ein bisschen erneuern. Wenn einer auf dem Mann fällt, ja, ich weiß, den kann ich retten. Den holen wir gleich. Ist er gefallen da? Müssen die irgendwie töten da. So ein blöder Wolf. Hier gerade nichts wie ein Busch.
Sollten uns erstmal regenerieren, bevor wir hier irgendwie großartig angreifen, obwohl. Da, du Spast. Das ist auf jeden Fall weg. Komm schon. Komm uns noch. So. Den haben wir ein bisschen erwischt. Reicht aber nicht. Da sind ganz schön viele da, müssen wir uns gucken. Sehr gut. Wir sind gerade von hinten an den Spast. Leere Schriftrollen nehmen wir mal mit. Falls wir zwischendurch mal was zeichnen oder malen wollen. So, das waren aber echt ganz schön viele Gegner. Aber... machen hier? Nee. Auch keiner drin, also von daher. Gut, zurück zum Weg und dann laufen wir nochmal der Frau Mercedes entgegen. Hoffen wir, dass sie da ist. Müsste sie eigentlich, ne? In diese Richtung sein dann. Gut. Warte, dass ich jetzt falsch laufe hier. Das ist richtig. Da hinten sieht es Gran Soren. Da sieht, glaube ich, sieht man die Stadt schon. Ich glaube, das ist der Weg. Muss mal gucken, habe ich mich gerade vertan? Ja, das ist der Weg, okay. Aber wir gehen hier oben längs, an der Abkürzung. Die Leute haben wir schon gekillt hier, deswegen die können uns nicht nochmal in die Quere kommen. Das wahrscheinlich, hätte man diese Abkürzung jetzt nicht genommen, hätte man die Abkürzung, nochmal, hätte man die Abkürzung jetzt nicht genommen, dann wären wir den Leuten auch gar nicht in die Arme gelaufen. Aber es war ja auch keine richtige Abkürzung, ich muss trotzdem außenrum, weil es ein Gebirge ist. Holt ihr euch? Ja, holt ihr euch. Ach da. Wenn man unendlich Pfeile hat, ich glaube schon. Spezielle Pfeile hat man wahrscheinlich nicht unendlich. So. Fußeisen. Noch da oben gelaufen. Die läuft hier nur längs. Wenn man grünlattig mit, keine Ahnung, wofür wir das gebrauchen können. Aber vielleicht nicht schlecht, wenn man das alles mal mitnimmt. Da oben ist noch einer. Da. Alter, ich bin wie Robin Hood. Ein bisschen Kohle haben wir auch bekommen. Ja, sie heilt mal kurz. Ja, ja. Sehr gut. Na komm. So, die Hauptstadt wartet. Da können ja überall hinterhältige Angriffe sein. Da haben wir aber auch schon zwei überlebt. Will den Vasallen. Ist online, gehört einem Freund, wurde einmal angehört.
Okay. Can I help you? Na gut. Du hast keinen anderen Vasallen anheuern. Wir haben uns gerade mit den anderen beiden eingespielt. Da brauchen wir keinen anderen. Die laufen hier einfach so rum. Die kann man anheuern. Das ist natürlich cool. Aber was machen wir? Ich spiele eigentlich offline, deswegen ganz so. Das ist schon eine große Welt, muss man sagen, ne? Von der Grafik her ist es vollkommen okay. Ich hätte es schlechter gedacht, aber es ist eigentlich so stimmig, es bewegt sich alles, es ist auch sehr flüssig. Läuft natürlich so nicht mit 60 Frames, aber die 30 halten sie, glaube ich, stabil. Wirkt für mich auf jeden Fall nicht wie mehr. Kann mich auch ehren. Aber natürlich ein Pop-Ups, ne? Hier ein Pop-Up, da ein Pop-Up. Das passiert. Das Mercedes. Angesichts der Tageszeit nehme ich an, dass ihr gut geschlafen habt. Der Weckt ist wohl recht spät erwacht, wie? Wir brechen zur Hauptstadt auf, Männer. Das Fuhrwerk wird unterwegs gewiss wilde Tiere anlocken. Bleibt wachsam. Aber habt keine Furcht, wir wandeln mit den Erweckten, dem Bezwinger der Hydra. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich viele Wölfe haben, die uns angreifen. Vielleicht auch ein Bär mal dazwischen, man weiß es nicht. Eskorte zur Hauptstadt, okay. Ja, klar, es ist eine Wegeburg. Hier. Oh. Genau. Wir haben alle Leben, wie man sieht. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Hydra-Kopf. Geil eigentlich, ne? Eine ganz coole Geschichte, so. Jetzt kommen Kobolde? Okay. Wo denn? Da. Oh. Aufgestiegen. Sehr gut. This pass is a nest for every manner of foul beast. Grand Soren stands beyond this way past. No man can say from where they were. Also gucken wir, wie unsere Fertigkeiten sich das nachher hier gestalten. Das würde mich auf jeden Fall nochmal das würde mich interessieren, denn wir haben ja vier Fertigkeiten. Aber wir haben jetzt keine neuen Fertigkeiten bekommen in dem Sinne. Wie man sieht. Es gibt nur diese. Ach, oder Kuss. So, wie genau das jetzt läuft, weiß ich leider auch nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Aber irgendwas muss es ja geben. So. Okay. Welche gut schießen tue ich nicht? Okay, wir müssen wir kämpfen. Der ist schon unten. Oh, komische Laute. Oh, Elektra. Mann, Mann. Oh nein. Alter, nerven die. Komm schon, mach wieder auf. Ja. Böses Viech, ey. Sollst du, Bestie. Okay, das war's. Ey, guck, wie sie ja schreit. Mit Gnade windet sie. Aber es gibt keine Gnade.
Alle wollen diesen Hydra-Kopf haben. Hier sind auch irgendwelche. Okay. Seht es. Bleibt dicht bei uns, Erweck. Der Tod hat der Herzog keine Verwendung für euch. Okay. So, da oben kommen schon die ersten. Kobolde sind auf jeden Fall wieder. Was? Mann. Da. Ups. Kommt, wir gehen weiter mit dem Karren. Wenn es irgendwas gibt. Ja. Ich wollte gucken. Wir gehen weiter. Wollten nur mal nachschauen. Kann ja sein, dass da irgendwas Wichtiges für uns liegt. Das da unten ist Gran Soren, würde ich behaupten. Ziemlich imposant aus, oder? Joa. Hat schon was. Sammeln wir alles auf, was wir finden. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, hier so ein scheiß Vogel, oder nicht? Ja, kann man wirklich nicht sehen, was vor ihm liegt. Gut, dass wir ein paar Magier dabei haben. Da. Okay, es geht weiter. Da fallen ein paar Steine runter. Ja, wo sind wir längs? Wir gehen da unten längs. Ich weiß, ob da oben nicht jemand ist, der Sachen auf uns runterwirft gleich. Scheint nicht so. Alter, blöde Viech da. Ich dachte, der Stein rollt uns platt. Noch eine Pflanze, die sammle ich mal ein. Francis Kraut. Ja, wie meine Waffen leuchten, ne? Alle? Haben wir irgendwelche Gegner? Wahrscheinlich, ne? Hinterhalt gleich hier. Ja.
hängt am Wagen fest. Fremdländisches Messer, na. Rostiger Bogen. Okay, weiter geht's. Gefälle. Ja, es liegt viel. Eine Laterne vertreibt die Dunkelheit. Ja, dann machen wir die Laterne mal an. This is Grand Sorin. I am eager to see it. Ich lasse die Tipps noch ein bisschen an. Wenn wir weiter im Spiel sind, mache ich die aus. Dann stören die auch nicht mehr beim Einblenden. Aber beginnen, wer weiß, ob nicht noch neuere Sachen kommen. Ich will ja auch nicht entgehen. So, das geht auch gut. Ein Schalter? Oh, eine kleine Zwischensequenz für einen Schalter. Damit. Oh, jetzt bin ich, was passiert. Ein Gegner kommt? Ja. Da kommen genug Goblins. Da hinten ist Dynamit. Vielleicht können wir da ranschießen. Oh, ich wollte nicht den Ochsen treffen. So, rein in die Stadt. We're not far now, men. This is the final way castle. Keep marching. This place must have seen a ferocious battle. Letzte Wegeburg, okay. Goblins. Good. We've come this far safely. Stay vigilant till we're ah, okay. In Grand Sorin's gates mail. I grant you fire. Oh, Aufstieg Elektra, gut. Unser Ochse ist auch nicht mehr so fit. Ich dachte, wir kommen da im Dunkeln an. Wurmholzsaft. Mann, Mann, Mann. Das ist in Sicht, das stimmt. Sieht doch geil aus, ne? Wie groß das da ist.
Oh, du Spast. So. Dort eingesammelt nebenbei. Auch gesagt, die Hälfte der Energie verloren. Sind wir da? Dann raus. Ja, echt so ähnliche Zombies aus dem Boden. Diese armen Zombies. Alter. Share these roads with traveling peddlers, guards, and other folk. Kann ich da sein, oder? Und Ochsen da hochfahren? Grand Soren, capital of Grancis. Shall we enter Arisen? A place safe in the afternoon sun may not be so after dark. Oh, lass mal rein da. Ihr gehört also nicht zum Wagenzug. Man befahl uns, auf ein Fuhrwerk mit richtiger Ladung zu warten. Bis dahin dürfen keine Fremden passieren. Ach so, kommt gleich der Wagen. Warte mal. Wir sind angekommen. Gut gemacht, Männer. Die Hauptstadt, die Haupt der Hydra ist eine gute Beute. Seine Gnaden werden zufrieden mit dem Werk des Trupps sein. Geht mit Stolz durch diese Straßen, Männer. Für die Menschen in Grand Soren sind wir Helden. Ja, das sind wir. Deckt euch mit Verbrauchsgütern ein, solange ihr es vermögt. Ruht euch aus, Männer. I'll make for the castle directly to offer my report to his grace. I'll have word sent for you, friend. Pray, sojourn in the capital a while. To the castle, men! Step lively! Oh, der hat einen Blick auf mich geworfen. Klingt die auch lecker, lecker. Ah, Fortune smiles upon me. Well met, Sir Edison. Hey, seid gegrüßt, werter Erweckter. Nennt mich Mason, wenn es euch beliebt. Nun wollt ihr als siegreicher Held in der Hauptstadt gekommen seid, braucht ihr wohl auch eine Aufgabe. Ein Wort an euch. Beginnt mit den Vasallen. Erkundigt euch hier in Gronson nach ihnen. Ihr Volk ist eng verwoben mit dem Schicksal der Erweckten. Wollt ihr eure Bestimmung verstehen? Versteht sie. Die Gegenstände, die ihr erhaltet habt, wurden zwischen euch, eurem Lager und eurem Hauptvasallen aufgeteilt. Ich glaube, hier war auch nicht Kohle, wenn man sieht. In Gran Sor könnt ihr viel über den Drachen erfahren. Nehmt ein paar Aufträge an und erkundet die Stadt. Gut, ja, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.